Läuft das nur in der großen Politik so? Oder haben nicht auch Sie es sich schon auf Ihrem Sessel bequem gemacht? Naja, was soll ich mir den Kopf zerbrechen? Ich kann ja eh nichts ändern. Ich lass mal das alles so, wie es ist. Sie kennen das? Nun, damit sind Sie nicht allein. Im Verdrängen. Im Verschieben. Und im Aussitzen sind wir alle richtig gut geworden. Die Vogel-Strauß-Mentalität hat sich breit gemacht in unserem Land. Und wir schauen alle zu. Ausgesessen. Warum uns die Kultur des Nichtentscheidens unsere Zukunft kostet.